Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Heute in diesem Video ist die Auslosung von meinem Adventskalender im letzten Jahr vom 21. Türchen, das hatte ich. Da hatte ich einige Sachen zu verlosen. Wenn ihr euch nochmal ansehen wollt, was zu verlosen gab, guckt ihr euch das Video nochmal an. Auf jeden Fall, die Sachen gab es zu verlosen und ich werde heute auslosen, wer diese Sachen bekommt. Um zu gewinnen, hatte ich ja damals gesagt, musstet ihr einen Kommentar schreiben. Diesen Kommentar werde ich auslosen mit dem Random Comment Picker. Dieses Programm werdet ihr gleich sehen. Sucht einen beliebigen Kommentar aus. Und den werde ich dann nehmen. Es wird drei Gewinner geben. Die werde ich dann nennen. Und die müssen mir dann entweder eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse, die ich einblenden werde, oder eine private Nachricht schreiben. Das könnt ihr euch aussuchen, wie ihr es macht. Und ich mache das Paket fertig und werde es verschicken, sobald ich eure Daten habe. Ich wünsche euch dann auch ganz viel Spaß mit den Gewinnen. Und wir werden jetzt gucken, wer die glücklichen Gewinner sein können dürfen. Ich habe den Link jetzt in den Random Comment Picker gepackt. Und jetzt ist er am Arbeiten. Also lädt das halt und dann klicke ich auf Pick the Winner. Und was kommt drauf? Detlef Kretschmer ist der erste Gewinner. Er bekommt ein Schildchen, Saatgut, Feldsalat und das Buch. Der zweite Gewinner, mache ich dasselbe wieder. Der ist Gartenchaos bei Mom Frotsch. Sie ist die zweite Gewinnerin. Und der dritte Gewinner ist wieder dasselbe. Janette Wilhelm. Sie hat mir einen sehr netten Kommentar geschrieben mit ein paar Emojis oder Smileys. Fand ich sehr nett. Aber hat auch gewonnen gleichzeitig. Ich kann es ja nicht aussuchen. Nun, ihr habt gesehen, so habe ich es jetzt ausgelost. So habe ich es gemacht mit dem Random Comment Picker. Er hat die Arbeit für mich im Prinzip abgenommen ein wenig. Sobald ich eure Sachen habe, eure Adresse, werde ich euch das Paket zuschicken. Ich hoffe auch, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. Ich bin gut reingekommen. Ich war weg. Ich war für 3 Tage im Urlaub. Aber jetzt bin ich auch wieder da. Und jetzt sollte das Video ja zügig kommen. Ich denke mal, ich bin noch gut in der Zeit. Sollte ja kein Problem werden. Und auch ich habe mir Vorsätze fürs neue Jahr gemacht. Und einer davon ist auch auf jeden Fall, aktiver auf YouTube zu sein. Und mal sehen, ob das so klappt. Ich will auf jeden Fall mehr Videos wieder machen. Nicht so wie im letzten Jahr. Da hat das leider nicht ganz so hingehauen. Mal sehen, was daraus wird. Aber im Moment ist ja erstmal nicht so viel bei dem Wetter. Man kann nicht viel machen, okay, wir haben ein bisschen Mist gefahren, wir haben Holz geholt, das Holz sind wir am Spalten und am Fahren im Moment. Wir fahren halt immer nach hinten, weil wir vorne spalten. Ja, sonst verbringe ich viel hier in diesem Raum, weil hier stehen unsere Maschinen und hier ist gerade auch manche Sachen, die wir reparieren müssen, sind hier dran. Sonst gehe ich halt in die Werkstatt, mal sehen. Aber ich habe schon ein bisschen was zu tun, aber nichts Wildes so wirklich und dann mal sehen. Ich hoffe, bald kommen wieder die ersten schönen Tage. Dann kann man ja auch anfangen, wieder anzuziehen, so manche Pflanzen vorzuziehen. Kommt ja auch bald wieder, sollte ja auch nicht mehr so lange dauern. So Ende Januar kann man bestimmt wieder anfangen. Mal sehen, was dieses Jahr bringt. Ja, dann nochmal herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner. Viel Spaß mit euren Sachen. Und ich würde sagen, das war's dann mal wieder von mir. Wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, am besten auf die Glocke drücken, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.